Willkommen zu einer neuen Aufnahme mit Modi und mit dem Prof. Und mit mir und mit der Factory. Welcome to the Factory. Hallo. Ich mach mal das Licht an. Ja, okay. Licht. Kommst du hinterher? Ja, ja, ich habe nur ganz kurz noch was umgestellt. Ich habe meine Bitrate wieder auf die 5000 gestellt. Es blinkt. Jo, hier haben wir ein kleines Kraftwerk. Das müssen wir machen. Ah, Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken und das hier nehmen. Ich habe die ersten zwei Rätsel hier schon offscreen gemacht. Einfach so ohne uns. Ja, um es auszutesten, wie das so funktioniert, ob man das spielen kann, ob sich das anbietet für also den. Also echt. Und so funktioniert das da dann rein und dann muss man das andere Knopf hier drücken. So. Nein? Noch nicht? Ich glaube, du musst das Licht anmachen, Modi. Ah. Damit es funktioniert, okay. Muss das Licht an sein. Und da kommt dann ein Zahnrad raus. Wie hübsch. Ah. Haben wir ein Zahnrad gepresst aus zwei Goldbarren. Schön. Sieht aber nicht sehr golden aus. Ja, oder halt Metallbarren. Also. Ja. Im Zweifelsfall kann man ja alles in Barrenform bringen, wo man gerade Lust drauf hat. Und hier wird es dann schon ein bisschen kniffliger. Okay. Da stehen dann die Rezepte immer oben dran. Da brauchst du Goldbarren für. So ein Ding. Und daraus kannst du dann so ein rundes Ding machen. Also verschiedene Formen einfach nur. Und da brauchst du hier wohl einen Hebel, um weiterzumachen. Also wir teilen uns auf. Ich gehe nach links, Modi geht nach rechts und Prof geht nach unten. Prof ist schon okay, auf nach unten. Dort lang, Modi. Nein, andere Tür links. Dort rein. Jo, und ich gehe dort lang. Gerade gesagt, ich war rechts. Ja, und ich gehe hier lang. Ja gut. Oh Gott. Und zack. Oh, ja, oh, gut. Oh nein, ich bin gepresst worden. Ich sehe jetzt nicht, was ihr macht, aber na gut, dann. Jeder für sich. Hui! Ich flieg durch die Lüfte. Und ich bin gestorben. Und ich bin schon wieder gepresst worden. Hey, Modi. Und noch einmal. Das nennt man doch Erpressung. What the? Das heißt, die anderen. Das heißt, der andere Weg ist jetzt nur bei Modi zu sehen und der letzte Weg, den sehen wir gar nicht. Der ist beim Prof zu sehen, aber der nimmt nicht auf. Also seien wir mal realistisch, die Leute werden auch meinen Weg wahrscheinlich niemals sehen. Ja. Oh, ich habe Licht angemacht. Ich bin hier zu weit unten. Ich muss da hoch. Nein! Ich muss da hoch. Ich muss mich weiter schleudern lassen. Und ich bin durch. Du bist durch. Oh mein Gott. Ja. Man wird hier von Lüftern zerquetscht. Aha. Dann werde ich vielleicht mal einfach das hier machen. Oh nein, das war ein Also Fehler. Musst du jetzt, den Hebel holst jetzt. Oh Gott. Achso, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin nicht bei deinem. Ich muss zu meinem Gebiet. Muss mein Teil. Ich komme bei meinem nicht durch. Ich muss mich da sehr hochschleudern, ich krieg das nicht hin. Ich krieg mich nicht weggeschleudert. Hui, hui, und hui, und hui, oh, ja. Ich bin tot. Zu weit weg, also ich bin, nein, zu nah. Was ist denn das für eine Aufgabe hier? Hui. Ich drehe mich hier die ganze Zeit. Zack, dann bin ich auf der nächsten Insel. Und jetzt. Jetzt. Nein, das war zu weit. Das war. Ah, so, da wäre ich. Wie komme ich da jetzt rüber? Sollen wir die Sachen vielleicht doch gemeinsam machen? Ich hänge mich einfach mal ans Zahnrad. Yay. Okay, ich bin fast oben. Ich hänge hier. Okay, tu das. Ich werde versuchen, diesmal nicht weggelüftet zu werden. Verdammt, 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 ich komme hier nicht hoch. Nein. Okay, hier ist nochmal eine Presse. Nein. Und nochmal so ein Ding. Und ich habe schon wieder verkackt. Was ist denn das jetzt hier?
Was soll das? Das war knapp. Oh nein. Ich komme da doch niemals hoch. Das schaffe ich nie. Moment. Ich glaube, ich verstehe meinen Weg hier nicht ganz. Ich komme mal zu dir, Modi oder Prof. Das Ding jetzt hier, ich mach bei euch mal mit. Einer der Zwischenwege ist schon offen hier. Also diese komische Treppe da habe ich gerade freigeschaltet. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Rätsel. Ich habe eine Treppe. Also ich habe hier eine Treppe. Ja, ich habe auch was freigeschaltet. Ich nicht. Hab keinen Bock mehr drauf. Auf meins. Ich bin jetzt hier bei einem riesigen Zahnrad. Nein. Oh Gott. Prof, ich komme jetzt, glaube ich. Oh Gott, verdammt, was war das? Oh mein Gott. Ich komme jetzt, glaube ich, zu dir, Prof. Oh Gott. Ich bin gerade an dir vorbei nach unten geflogen. Ah, okay. Also. Hast das Rätsel schon gelöst oder was? Nein. Ich komme jetzt zu spät. Ah, ihr habt Rätsel, ich hab hier einen schönen Parcours. Ja, ich auch. Achso, ich dachte, ihr habt Rätsel. Ah, okay. Bloß muss man sich hier über Zahnräder hangeln. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich hier. Achso, ja, da muss ich auch. Hi, Prof. Hallo. Ich komme zu dir rüber. Ich sehe schon wieder eine Mücke. Ah! Nicht schon wieder! Prof ist der Mückenmann. Was macht dieser Schalter hier? Der rote? Er hat diese Plattform runtergefahren. Achso. Die Treppe. Ja. So. Nächstes Zahnrad, das ist doch um einiges entspannter als mein Rätsel dort drüben. Das können wir gleich auch gemeinsam machen. Oh Gott. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich bin am Zahnrad vorbeigesprungen. Ich auch. Aber ich bin wieder auf der Plattform. Ich bin jetzt hier wieder an der Treppe. Wo muss mein Teil hin? Das müsste auf der Anleitung stehen. Das müsste auf den Anleitungen stehen. Ja, ich glaube, ich habe es zumindest grob so positioniert. Ja, wir brauchen jetzt da alle Zutaten für, um das fertig zu kriegen. Ich glaube, das musst du nicht dahin, sondern da in das Ding rein. Ja, ist egal. Hauptsache, wir haben es. ich komme mal zu euch mit. Also bin ich jetzt der Einzige, der da oben noch hängt? Ich bin jetzt hier noch auf den Zahnrädern. Ja, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin gespannt, was da zu tun ist. Mein Parcours war schon übel. Meiner war viel zu übel. Da wollte ich einfach nicht mehr. Ich habe aufgegeben. Und ich bin wieder unten an der Treppe. Nee, hab keinen Bock mehr. Ich glaube, ich verstehe. Und ich glaube, ich habe mich falsch hingehängt. Ich gehe rüber zu Mordis. Achso, Mordis Rätsel ist das mit dem. Das mit dem Hebel ist ja schon gemacht, oder? Oh Gott. Ja, Hebel ist schon erledigt. Ah, okay. Goldbarren und Hebel. Nein, sie lebt noch! Aha. Komm schon, das schaffst du! Das heißt. Ah, der goldene Hebel ist hier schon gepresst. Das heißt, den könnte ich jetzt auch hier hinstellen. Da müsste er doch jetzt hier hin, oder? Nicht. Nee, sieht nicht so aus. Dann nehme ich den mal wieder zurück. Dahin. Ich leg den mal wieder zurück. Du musst da rein. Und ich bin ganz unten. Ach so, der muss da rein. Ah, okay. Da brauchen wir einen Goldbarren. Den Goldbarren kriegen wir, glaube ich, hier. Noch nicht so wirklich. Ach so. Ja, ich versuche hier immer noch die Zahnräder zu machen. Also ich habe hier einen Goldbarren. Oder einen Eisenbarren. Je nachdem. Ich glaube, uns in Teams aufzuteilen war nicht so gut. Das war keine so gute Idee. Ich glaube, wir sind nur effektiv, wenn wir alle zusammen dabei sind. Das sollten wir mal machen. So, jetzt können wir pressen, Prof. Verdammt, nein, ich mal bin... Mal gucken, was es presst. Na. Ich komm zu euch. Es presst. Das Teil, was Morty schon gemacht hat. Spannung. Ein Hebel. Aber kein kompletter Hebel. Ach, da brauchen wir noch das runde Ding hier. Für den Hebel, für den fertigen Hebel. Das Ding da vorne schon mal rein. Okay. Ach so, ja, jetzt brauchen wir noch das Teil. Für das obere, das runde Teil für den Hebel. Das finden wir hier bei mir. Bei meinem Ding. Ja, das heißt doch, ich mach das. Nee, das ist was anderes, oder? Wir brauchen. Doch, das war's, oder ja? Oh. Ja, das müssen wir jetzt machen als nächstes. Modi, du musst da an das große Rad hier. Modi. Oh. Zack. Ich hätte mich jetzt mehrfach zerquetschen lassen. Hui. Oh Gott.
Diese Fabrik ist sehr ineffizient und entspricht nicht der Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Genau dort müssen wir rüber. Super. Oh, mein Gott, Kacke. Ich häng im Respawn! Ich auch. Kacke. Oh nein! Nein, scheiße. Wir dürfen da nicht gemeinsam. Wir dürfen da nicht gemeinsam rein, das ist. Wir dürfen nicht gemeinsam sterben. Du kannst am Checkpoint resetten, ich nicht. Aber ich komme langsam runter. Sehr langsam. Okay. Habe ich jetzt auch den Hebel resettet oder ist der noch drin? Nein, das würde ich nicht machen. Drin. Deshalb kann ich es nicht. Ach, der ist da noch drin. Okay, alles bitte klar. Nochmal sterben, ich versuche mich festzuhalten. Also ich bin wieder am Leben, also. Soll ich nochmal sterben? Ich fliege hier nochmal runter. Hui. Hui. Und ich sterbe. Pass auf, Modi. Ich komme zu dir. Das bringt, glaube ich, nichts. Das bringt, glaube ich, nichts. Ich glaube, ich existiere einfach gar nicht mehr. Meine Aufnahme ist auf jeden Fall sehr spannend. Hat sich sehr gelohnt, das Ding jetzt irgendwie zu fixen und kodieren. Also ich versuche mal ein bisschen, ich versuche dich da rauszuboxen. Ich komme gerade nochmal, halt dich an mir fest. Ich komme. Jetzt. Nee, ich glaube, ich kann mich bei der Geschwindigkeit nicht richtig festhalten. Tja, ja. Prof, wo bist du? Mach dir das mal, ich hol mir ein Lässchen was zu essen. Stehe auf einem Zahnrad in der Gegend rum. Prof, machst du mit mir jetzt das andere, das also hier... Wir müssen jetzt hier noch das Zahnrad hier kriegen, das... Und ich schaff das ja nicht. Ich bin vom Zahnrad gefallen. Hey, Modi, ich komm zu dir. Schön. Moin. Nee, ich kann mich nicht festhalten. Ich kann die Kamera nicht ordentlich drehen dafür. Aber ich glaub, ich komm ganz langsam runter. Und wir grüßen dich immer, wenn wir vorbeifahren. Sag dann guten Tag. Schön. Hui. Prof, wo gehst du lang? Und ich komme zu dir, Modi. Ich bin fast raus. Hallöchen. Ich sehe dich. Da glitscht du oben rum. Welchen Weg machst du jetzt, Modi? Prof. Also das, was dasselbe wie ich. Ich sehe dich aber nirgendwo. Ich klettere gerade wieder von der Treppe aus wieder hoch. Ich bin ein Stück runter. Achso, das machst du gerade, aber wir brauchen doch das Rädchen. Ach, das Treppenrätsel machst du. Ich kümmere mich im Endeffekt um das Gehäuse des Schalters. Aha. Stimmt, das brauchen wir auch. Das mache ich auch mal, weil das andere Rätsel ist blöd. Ihr könnt mich vielleicht sehen, wenn ihr wieder in den Hauptraum zurückkommt. Ja, habe ich dich gerade schon gesehen. Da hängst du ein bisschen rum. Ich retze dich vielleicht gleich. Wenn ich runterfalle, vielleicht stupse ich dich dann voran. Das wäre gut, aber vielleicht kann ich mich so halbwegs festhalten. Modi, du schaffst das. Ich glaube an dich. Jetzt komm schon. Huha, ich falle. Aber auf die Plattform. Ich bin noch nicht tot. Ich glaube, hier kann man ziemlich schwer sterben. Prof. Ja. Ich dachte, du bist bei diesem Rätsel hier. Bin ich ja auch. Bist schon besser als ich, oder was? Ich bin genau am Teil vorbeigesprungen. So weit bin ich noch nie gekommen. Oh, ich sterbe. Modi, ich komme zu dir. Ja, ich. Und Tachchen. Irgendwie. Nee, kannst du nicht. Lokalen Multiplayer oder so anmachen. Na, schade, nicht, dass ich wüsste. Prof, was machst du da? An dem Rad drum drehen. Ich weiß nicht warum. Schön. Hat nichts gebracht. Ich kann doch mal Y versuchen. Ich versuch den Weg mal hier. Modi, ich glaube an dich, du schaffst das. Ah, verdammt. Ich komme zu dir. Und Tachchen. Ich flieg mal an dir vorbei. Versuch mal den Weg, den Molly gemacht hat. Aha. Es macht nur das Licht aus. Was ist los, Prof? Schon wieder. Ich werde eingestampft. Die Beschleunigung von den Zahnrädern ist echt.
schlecht reinzuberechnen. Na, dann warten wir auf das letzte Rätsel, was wir noch nicht gemacht haben. Das wird lustig. Okay, ich kann doch einfach hier rüber gehen, oder? Und dann, ach so, ja, das hat Molly schon gemacht. Das ist ja der Witz daran. Das ist nur der Rückweg. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Ansonsten gebe ich auf und mache mir wirklich was zu essen. Und so. Verdammt. Das wäre nicht gut. Lass mich nicht mit dem Prof alleine. Der macht mir Angst, der Prof. Ich hänge auch noch jetzt gerade an der Außenwand von dem Gebäude zusätzlich noch fest. Aha. Oder sollte ich es vielleicht riskieren mit Level Restart? Ich weiß es absolut nicht. Geschafft. Nee, aber dann müssen wir alles nochmal von vorne machen. Das wäre nicht so toll. Hm. Also wenn es dir da raushilft, dann können wir es mal versuchen. Na, es würde halt das gesamte Level restarten. Checkpoint soll man ja nicht laut dem Typen vom Workshop. Das ist ja wurscht. Das habe ich ja schon gemacht. Mach das. Mach mal Checkpoint. Lass den Checkpoint neu. Ignoriere den Typen, der das Level erstellt hat. Es tut absolut nichts zur Sache. Das kannst du wie bei allen anderen Levels auch. Ich bin auf dem Dach. Und das eine Teil ist weg. Ja. Wo bin ich? Das hatte ich erwartet. Ich mach meinen Weg nochmal. Ich komme mal mit. Wie bin ich jetzt gestorben? Hallöchen. Ach, da sind wir wieder zu dritt. Hi, Mordi. Wieso? Oder hat's jetzt erst den Checkpoint restartet? Ich verstehe das gerade nicht. Das Teil ist wieder weg. Wir müssen das Teil wiederholen. Ja, das ach, Mensch. Hä? Wie sterbe ich da andauernd? Ist egal, ich mache einen anderen Weg. Den Weg müssen wir ja auch irgendwie machen. Molly, du hast ihn schon geschafft. Wie macht man den? Den? Von mir? Einfach. Okay, ja, das Level hat sich gebrickt. Wirklich? Jopp, die Zahnräder bewegen sich nicht und der Schalter ist unten. Ach du Scheiße. Exit to Lobby, so wie es der Typ zerstört. So wie es der Typ gemeint hat. Ladezeiten. Also nochmal von vorne. Ich bin auf den Baum gelandet. Alle guten Dinge sind. Ich habe keine Ahnung. Zwei. Wir versuchen am besten diesmal nicht zu sterben, während wir uns festhalten. Ja. Licht. So. Ihr wisst, was zu tun ist. Tipp. Ich nehme gleich beide. Mach das. Ich hab's versucht. Steig mal rein. Ich glaube, das ist nicht so gut. Dann backt irgendwas wieder fest. Müssen wir es nochmal neu starten. Wenn ich da reinkrieche. Ja, wir riskieren besser gar nichts. Ja. Wäre aber mal interessant, was passieren würde, wenn ich da mal mit eingepresst werde. Dann bin ich einfach im Zahnrad mit drin. Das ja, so wie ich die Leveltechnik einschätze, müsst wahrscheinlich einfach oben stecken bleiben. Oder ich werde ein Zwergi-Zahnrad. Da habt ihr ein wunderhübsches Zwergi-Zahnrad. Das gibt es bei Human Fall Flat ja auch. Dass manchmal Sachen einfach miteinander verglitschen. Das ist einfach. Ja. Wobei, das hatten wir ja noch nicht, oder? Für alle zu einem werden. Das habe ich bei Paluten da mal gesehen. Das meinte ich. Dass die dann einfach in der Luft springen. Aber das Level habe ich mir auch runtergeladen. Das können wir mal. Vielleicht, also heute wird es wahrscheinlich nichts mehr, weil dieses Level wird einiges an Zeit brauchen, aber können wir auch mal testen. Mhm. Das Level, wo die durchgeglitscht sind. Ja, ein schöner Mod. Ganz kurz meinen Weg mal. Ein schöner 4/5 Modi Prof. Brei. Ich mache jetzt den Prof-Weg. Ah, okay. Jetzt muss ich hier den Schalter machen. Ich glaube, der Weg ist am leichtesten für mich. Die anderen kriege ich absolut nicht hin. Viel Erfolg. Ich sag da am leichtesten. Reines Parcours.
Ich sagte am leichtesten. Mhm. Weiß nicht, dass er leicht ist. Oh, Zahnrädchen fährt sich aus. Ha, nicht sterben. Dreh dich, Rädchen. Und hops. Auf dem nächsten Zahnrad. Ui. Ja. Was? Was soll ich hier machen? Ich glaube, ich muss hier mal festhalten an dem. Das war's nicht. Wir sollten das, glaube ich, mal gemeinsam machen. Haben wir nicht eben gerade noch gesagt, dass es. Meinen Weg wieder. Der ist nicht besonders schwer. Ich mach mal den für das runde Mittelstück. Wir hatten bloß gerade eben gesagt, dass das Aufteilen nicht so eine gute Idee gewesen war. Und jetzt teilen wir uns schon wieder. Ja, naja, aber andererseits habe ich erst angefangen zu backen, als wir uns entschieden haben, den Weg zusammen zu machen. Stimmt auch wieder. Dann versuche ich mich mal im Prof Teil. An dem Teil an dem Prof gearbeitet hat. Da. Ich sterbe. Okay. Ich glaube, um an das Radio ranzukommen, muss man sich einfach nur an der. Man wird ja einmal rübergeschleudert an der Röhre dort festhalten. Man wird ja, wenn man stirbt, wird man ja durch diesen Trichter. Also wenn man nicht dran festbackt an der Röhre, dann wird man ja rüber. Dann wird man ja rübergeschleudert zur anderen Seite. Dann muss man einfach festhalten und dann kann man da oben drauf rumlaufen. Und hab. Ja, ich bin oben. Ich stehe drauf. Ich bin auf der Röhre. Okay, ich hole mir das Radio. Ich hole mir das Radio. Vielleicht bringt das irgendwas. Wahrscheinlich nicht. Musik. Ich glaube nicht mal das. Aber versuchen kann man es trotzdem. Na, rüber da. Ich schwing dann mal weiter an den Kabeln. Viel Spaß dir. Ich hole das Radio. Video killt der Radio Star. Oh, ist ja noch ein Radio. Noch ein Radio? Wo? Auf dem Weg mit den Schleudern. Wo ist eine Insel bei dem ersten hinten dran? Ja, da kam ich nie weiter als bis zur ersten Insel. Oh, ich bin beim Radio. Radio, Radio, Radio. Und ich hab mein Teil. Das sagt irgendwas, das Radio. Sagt das Radio. Schon wieder runtergefallen. Modi, hör mal. Das labert irgendwas. Das deutsches Radioprogramm. Das labert irgendwas. Ganz genau. Pressen wir mit rein. Bing. Jetzt brauchen wir noch das hier oder gibt's noch oder haben wir schon irgendwas? Ja, ich habe meinen Teil schon. Da muss noch ein Goldbarren rein und dann können wir es pressen. Der Barren ist bei mir, ja, glaube ich, schon drin. Pressen. Oder? Ich presse dann mal. Oh, da muss ich jetzt ja runtergefallen, habe aber die Mücke erwischt. Sehr nice. Super. Prof, der Mückenzerstörer. Tja, ich alter Zerstörer. Da, haben wir einen Teil. Und jetzt brauchen wir auch die anderen paar Teile. Den Sockel und den. Das Oben-Dings dann. Den Oben-Punkt, das. Das Handteil. Ja, ich versuche nochmal den Sockel. Und ich presse mal das Radio mit dem Eisen. Nee, das klappt ja nicht. Schade. Ich kenne das. Das Radio gepresst. Schon wieder runtergefallen. Ich krieg das Radio da nicht mehr raus. Dann sehen wir ja, was passiert, wenn was gepresst wird, was nicht reingehört. Und ich bin auf dem Das Ohr, war, glaube ich, nicht so gut.
Na komm. Weil damit ich wenigstens vielleicht nicht der einzige das Level kaputt macht. Nee, das Radio kommt da nicht mehr raus. Das bleibt da jetzt dran. Können wir gleich mal ausprobieren. Ich halte mich an dir fest, Prof. Oh nein. Nein, das tust du nicht. Das war nix. Ich stehe auf dem Rohr. Nicht auf dem Schlauch, auf dem Rohr. Hui. Batz. Ich stehe auch schon wieder auf dem Rohr. Hui, 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 hui. Boing. Boing. Und zack. Ich komme rüber zu dir. Nicht. Okay, das Level sah eigentlich ganz gut aus, als ich das angetestet habe. Aber ja, scheinbar. Ich dachte, das wäre nur ein Rätsel-Level. Aber scheinbar ist das doch. Ja, ja. Also. Hüstel, Hüstel. Also, so geil ist das doch nicht. Parkour-lastig. Und, hops. Na komm. Ich bin ganz unten. Ich komme hier nicht mehr hoch. Da fällt mir gerade ein, ich hätte noch ein Escape Room Level tatsächlich. Mhm. Erstmal das hier schaffen. Das wäre mal die Option, das hier erstmal zu schaffen. Ja, das wird schon. Das kriegen wir doch. Ist ja kein schweres Level. Ein Drittel haben wir ja schon geschafft. Die Frage ist nur, was passiert. Rechts da auch. Das die sieht Frage, ein bisschen so aus, als bleibt es bei einem Stück. Ja. Die Frage ist, was passiert, wenn wir den Hebel gemacht haben? Was ist, wenn wir den aktivieren? Das ist das Ende dahinter oder so. Aber hier ist keine Tür. Nein. Hier ist absolut keine Tür. Das ist der Witz. Dann geht wahrscheinlich irgendeine Tür auf. Eine Falltür vielleicht. Vielleicht fallen wir durch eine. Vielleicht geht der Boden auf und wir fallen durch. Ja, das könnte zum Beispiel sein. Das könnte ich mir vorstellen. Verdammt. Und weg. Hui. Kriegen wir das Rätsel noch irgendwann hin, oder? Simpson. Hast du es geschafft? Wohl nicht. Ich klingt nicht so. Auf eine Rutschbahn. Oh. Okay. Klingt doch schon mal das gut. Klingt gut. Und hui. Ich schaff's nicht bis rüber. Oh Gott. Keine Sorge, jetzt fährt sowieso gerade die Plattform runter. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin auf dem anderen Zahnrad. Welche Plattform? Von den Schleudern kann man jetzt einfach rechts vorbeilaufen. Oh, das ist gut, dann hast du es ja schon geschafft, dann müsstest du jetzt noch das Teil holen. Naja, was auch immer jetzt passiert. Hier ist ein Laser. Mhm. Nein! Oder eine Kralle? Ach, egal. Was genau wollen sie denn? Up, down, open, close.